Verletzte Palästinenser werden nach einem israelischen Bombardement in das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen eingeliefert. Human Rights Watch wirft Israel vor, mit der Militäroffensive in dem abgeriegelten Gebiet absichtlich Zivilisten auszuhungern und auf sie zu zielen. Aufnahmen wie die vom 10. Dezember würden die Vorwürfe unterstreichen, auf denen Sanitäter zu sehen sind, die bei der Bergung von Leichen in Khan Yunis beschossen werden. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist in Tel Aviv, um seine Unterstützung für Israel zu bekräftigen, aber auch um mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu über einen Übergang hin zu weniger intensiven Einsätzen im Gazastreifen zu sprechen. Protecting Palestinian civilians in Gaza is both a moral duty and a strategic imperative. So we will continue to stand up for Israel's bedrock right to defend itself. And we will also continue to urge the protection of civilians during conflict and to increase the flow of humanitarian aid into Gaza. Humanitäre Hilfskonvois konnten jetzt den Grenzübergang Karem Shalom passieren. Er liegt an der Grenze zwischen Ägypten, Israel und dem Gazastreifen und ist besser geeignet als der kleine Passagierübergang in Rafah. Die Hamas hat ein neues Video von israelischen Geiseln veröffentlicht. Auf den Aufnahmen sind drei ältere Männer zu sehen. Einer davon spricht auf Hebräisch in die Kamera. Israel hat das Video als grausamen Terror verurteilt. In einer weiteren Abstimmung im UN-Sicherheitsrat könnten sich die Länder noch an diesem Dienstag auf eine Formulierung und verbindliche Forderung an Israel einigen.